Freunde, einige Gedanken zur doppelten Parasha Vayakel Pikudei. In der Parashat Pikudei steht geschrieben, dass Bezalel, das war die Person, die hauptsächlich dafür beauftragt war, den Mishkan, das Stiftzelt und die Kelim, also die Gefäße im Stiftzelt, zu bauen und sie zu konstruieren, dass er mit seiner Arbeit fertig war. Und der Vers sagt, dass als Bezalel fertig war, sagt der Vers, und Bezalel machte alles so, wie Hashem es Moshe geboten hat. Die Frage, die sich stellt, ist, warum sagt der Vers, er machte alles so, wie Hashem es Moshe geboten hat? Warum steht nicht geschrieben, wie Moshe es ihm geboten hat? Denn das Gespräch stand zwischen Bezalel und Moshe statt, fand das Gespräch statt. Nicht zwischen Bezalel und Hashem. Warum fokussiert sich der Vers darauf, dass wie Hashem es Moshe geboten hat? Und nicht wie Moshe es direkt zu Bezalel gesagt hat. Sagen unsere Weisen Folgendes. Sie sagen, dass Moshe hat zu Bezalel gesagt, zuerst die Geräte und die Gefäße zu konstruieren, zu bauen und erst dann das Stiftzelt. Und Bezalel hat gemeint, das macht aber keinen Sinn. Warum soll ich zuerst die Gefäße bauen und dann das Stiftzelt? Eigentlich müsste es verkehrt sein. Zuerst baut man das Haus und dann bringt man die Möbel. Zuerst entscheidet man, wie das Haus aussehen muss und erst dann schaut man auf die Möbel. Also hat Bezalel gesagt, zuerst baue ich das Stiftzelt und erst dann baue ich die Möbel, also die Geräte und die Gefäße, die im Tempel drin waren. Das heißt, er hat nicht wirklich 100% darauf gehört, was Moshe ihm gesagt hat, sondern hat auch aus eigener Initiative umgekehrt das gemacht. Zuerst das Stiftzelt und dann die Geräte. Die Frage, die sich hier stellt, ist, was spielt das für eine Rolle? Ob er zuerst die Geräte gemacht hat oder das Stiftzelt, was ist für eine geistige Botschaft, die unsere Weisen mit diesem Kommentar uns geben möchten? Ich glaube, hier liegt was sehr Wichtiges. Und deswegen sagt der Vers, Bezalel machte alles so, wie Hashem es Moshe geboten hat. Das heißt, eigentlich war das Hashems Wille, so wie es am Ende Bezalel gemacht hat, nämlich zuerst das Stiftzelt und dann die Geräte. Was war so besonders an diesem Willen? Ich glaube, die Tora will uns lehren, dass im Leben ist es wichtig, Sachen in ihrer richtigen Reihenfolge zu machen. Menschen haben große Aufgaben vor sich, viele Aufgaben in ihrem Leben allgemein. Aber die Prioritätssetzung fällt oft schwer. Man entscheidet sich in einem Jahr das zu machen, aber eigentlich hätte man vielleicht was anderes, mehr Wichtigeres machen sollen. Man entscheidet sich, mehr für die Arbeit aufzuwenden, aber vielleicht hätte man in dieser Zeit mehr für die Familie aufwenden sollen. Oder in der Arbeit sagt man, mach dieses Projekt, aber eigentlich hätte man dieses Projekt machen sollen. Prioritätensetzungen fallen nicht immer leicht. Und die Tora sagt uns oder lehrt uns hier, dass die Reihenfolge wichtig war, um zu zeigen, setze Prioritäten. Schaue, was kommt zuerst und was kommt danach. Und deswegen, obwohl es, sage ich mal, so banal erscheint, ob jetzt die Geräte zuerst oder das Haus zuerst, nein, banal ist das nicht, es ist wichtig. Die Reihenfolge, wie man Sachen in seinem Leben tut, nach welcher Ordnung man das geht, ist wichtig. Es ist wichtig für den Erfolg, es ist wichtig, dass man Sachen auch dann erreicht, die man erreichen möchte, weil man ganz genau weiß, man setzt Prioritäten, das ist wichtig, das kommt zuerst und das weniger Wichtige kommt danach. Shabbat Shalom.